Ja, wie versprochen, heute ein Video über die DKB. Ein Bankgeheimnis wird gelüftet. Im Prinzip ist es mehr ein Bargeldgeheimnis, wie man 25.000 Euro in bar abhebt als DKB-Kunde. Ja, und hier drüben sehen Sie ja schon das Bildschirmfoto. Das heißt, das, was hier gezeigt wird, ist natürlich gut dokumentiert. Aber, und das ist auch das Spannende daran, Sie werden das, was Sie hier in diesem Video erfahren, was Sie in unserem Begleitartikel oben schauen, Link klicken, ja, lesen, nicht im Preis-Leistungs-Verzeichnis finden, weil sonst wäre es ja auch kein Geheimnis. Okay, aber dass es funktioniert, das hat Oliver aus unserem Aufsteigertraining vor kurzem selbst durchprobiert. Von ihm stammen übrigens auch die Bilder. Vielen, vielen Dank, lieber Oliver. Was man hier am Bild auch schon sieht, ist, dass ja eine Überweisung eingegangen ist in Höhe von 25.000 Euro. Und dann fing die Abhebung an, jeweils 1.000 Euro. Das ist ja so nicht ungewöhnlich. Was vielleicht eher ungewöhnlich ist, wenn Sie sich die Daten anschauen, es ist alles am selben Tag passiert und es geht auch noch weiter. Okay, schauen wir uns an, wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach. Sie rufen beim Kundenservice der DKB an und lassen einfach Ihre Girocard. Achtung, ich habe gesagt Girocard. Üblicherweise ist immer Bargeld abheben die Visa-Karte, damit es kostenfrei ist. In dem Fall ist es jetzt bei den großen Beiträgen, können wir das mit der Girocard handeln. Und zwar kann man die freischalten für 5.000 Euro am Tag. Und wenn Sie die 5 Tage hintereinander freischalten lassen, das können Sie in einem Aufwasch mit einem Telefonanruf machen, dann können Sie 25.000 Euro rausholen. Verteilt halt über diese Woche. Es gibt eine Voraussetzung, das Geld, was Sie abheben wollen, muss auf dem Girokonto sein zum Zeitpunkt des Telefonanrufs. Wenn Sie jetzt beispielsweise 20.000 Euro drauf haben, können Sie die Karte maximal für 20.000 Euro freischalten lassen. Gleiche Geld für andere Beträge. Schauen wir uns. Achso, es gibt Automaten, müssen wir noch darauf kurz zu sprechen kommen, die Abhebegelimite natürlich haben. Ganz verbreitet sind die 1.000 Euro, so wie es auch hier zu sehen ist. Es gibt Automaten, die haben weniger. Es gibt aber auch Automaten, die mehr haben. Ja, da habe ich die großen Geschäftsbanken im Auge, Deutsche Bank, Commerzbank. Wenn Sie da Automaten kennen, können Sie gerne über die Kommentarfunktion, die ist dann hier unten, einfach den Tipp abgeben. Das habe ich denn hier noch mit reingeschrieben. So. Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also in 3 Schritten ist das Ganze fertig. Die Abhebesumme muss zuerst auf dem Girokonto sein, entweder Sie haben schon drauf oder überweisen die. Ja, wenn dieser Schritt erledigt ist, dann können Sie bei der Bank anrufen und zwar von 8 bis 18 Uhr. Ja, natürlich als DKB-Kunde wissen Sie, dass es einen rund um die Uhr Kundenservice gibt und aber das Bargeld, das ist zeitlich limitiert, also zwischen 8 und 18 Uhr, kann das mit der Freischaltung gemacht werden. Genau. Zweitens ist halt der Anruf. Drittens ist dann Stück für Stück abheben. Wenn wir Automaten kennen, die 5.000 haben, reicht es, wenn Sie einmal rangehen an den Automaten pro Tag. Wenn es halt die nicht so viel rausgeben, mehrfach Abhebungen sind möglich. Und dann gehen Sie einfach 5-mal hintereinander an denselben Automaten. So hat es der Oliver gemacht. Und Sie sehen das Ergebnis hier auch im Bild. Das ist hier ein so ein Tagessatz, den er da rausgeholt hat und für uns dieses Foto gemacht hat. Eine Frage, die sich natürlich auftut, fallen Gebühren an? Also seitens der DKB, wir kennen, schätzen und eine, so wie ich, lieben sogar die Bank und diese hervorragende Dienstleistung, die sie für uns in vielen Fällen halt gratis anbietet. So auch das, also seitens der DKB fallen überhaupt gar keine Gebühren an. Wenn man DKB-Automaten nutzt, dann fällt mich auch überhaupt gar keine Gebühr an. Die Standorte der DKB-Automaten, die haben wir Ihnen ja hier aufgelistet. Gehen Sie einfach in den Begleitartikel und gehen dann in den Link. Da finden Sie die ganzen Standorte. Und dann haben wir den verlinkt halt den Kartenausschnitt. Also wenn Sie da draufklicken, wird dann Google geöffnet. Dann können Sie gleich hier Routenplaner machen und dorthin finden. Wir haben aber auch zur genauen Beschreibung bei dank unserer, muss ich sagen, ganz aktiven, tollen, ganz tollen Leserschaft, viele Detailbeschreibungen, wo es dann hingeht, wo man dann halt hier tatsächlich den findet, hier, wie man mit der U-Bahn hier hinfährt, in dem Fall, den Fotos, wie man das Bankgebäude findet, Detailausschnitt. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an der Stelle an unsere tolle, aktive, smarte Community.
Okay, zurück. Nicht jeder hat so einen DKB-Automaten in seiner Nähe und möchte den Weg dahin machen. Wirtschaftlich ist es natürlich zu dem Automaten zu gehen, zu dem man vielleicht sonst sowieso schon geht, der in der Nähe ist. Kann man auch sagen, die Fremdgebühren fallen an, weil der Automatbetreiber für Sie eine Dienstleistung anbietet, und zwar das Geld rausgeben. Man muss es ja hinterher mit der DKB verrechnen. Ja, also 1,90 € habe ich jetzt gesehen bei der Abhebung. Ich sehe sowas selten, weil ich üblicherweise mit der DKB-Visa-Karte Bargeld abhebe. Aber ich glaube, für den Zweck ist es für viele doch erträglich und fair. Eine Frage, die sich vielleicht dann auch noch stellt, ist, kann man noch mehr abheben? Und das Ganze habe ich dann mit einem Ja geantwortet, weil Sie können ja die Karten miteinander kombinieren. Ja? Sie können ja mit der DKB-Visa-Karte sowieso 1.000 € am Geldautomaten gebührenfrei halt abheben. Ja? Das sind in der Woche auch nochmal 5.000 €, sind wir schon bei 30.000 €. Es gibt bei uns auch den Anleitungsartikel, wie man sich zu einem bestehenden Konto eine zweite Visa-Karte dazu ordert. Die zweite Visa-Karte hat natürlich auch wieder ein Limit von 1.000 € am Tag. Wenn Sie da eine Woche losgehen, ja, haben Sie nochmal 5.000, liegen wir aber schon bei 35.000. So. Ist das schon das Ende der Fahnenstange? Pro Woche rede ich gerade, ja. Nein, natürlich nicht. Wir haben ja vor kurzem, wenn Sie in der Historie zurückgehen, ein Video gemacht, wie man ein Zweitkonto eröffnet. Und natürlich gibt es auch den Artikel bei unserem Spezialportal. Den finden Sie beispielsweise hier. Das kostenlose Zweitkonto bei der DKB. Gut. Können Sie, wenn Sie wollen, Hintergrundwissen auf Sie zutrifft, dann verdoppelt sich das Ganze. Dann sind wir schon bei 70.000 € pro Woche, die quasi abholbar sind, vorausgesetzt, so viel Geld ist halt vorhanden. Ja? Und jetzt können Sie, wenn Sie mögen, das mal auf den Monat hochrechnen. So viel dazu. Eine Direktbank und Bargeld. Wenn Sie mögen, probieren Sie das doch einfach mal aus. Über Feedback, insbesondere über die Kommentarfunktion, würde ich mich freuen. Es kann auch sein, dass ein oder andere DKB-Geldautomat auf 5.000 freigeschaltet ist. Wenn Sie das ausprobieren wollen, sehr, sehr gerne, dann nehmen wir das auch noch als Ergänzung ganz offiziell mit hinzu. Falls Sie jetzt das erste Mal so ein Video sehen und noch gar kein DKB-Konto haben, ich habe Ihnen hier ein paar Grundinformationen, wie man DKB-Konto öffnet, aufgeschrieben. Das ist, haben Sie schon einen kurzen Überblick. Konditionscheck und Kontoöffnung finden Sie dann direkt hier auf den gelben Button. Hier wird dann das Video, was Sie gerade sehen, eingebunden in den Artikel. Hier finden Sie dann noch weitere Links und hier wäre die Kommentarfunktion. Das wäre es an der Stelle. Sie dürfen sich auf ein weiteres freuen, und zwar nächsten Sonntag an derselben Stelle ein neues Video. Bis dahin eine schöne Woche. Vielen Dank, Ihr Gregor Janicke von deutscheskonto.org. Und falls Sie es eintippen, auch schreibt mal mit ORG.